Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Nina und nach dem Unboxing vom Xiaomi Redmi Note 10 wollen wir das Ganze jetzt natürlich auch erst einrichten und konfigurieren. Was es da zu beachten gibt und wie ihr Schritt für Schritt vorgehen solltet, das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß! Wenn wir unser Redmi Note 10 dann erst einrichten und konfigurieren wollen, dann müssen wir das Ganze natürlich zuerst einmal überhaupt einschalten. Das heißt, wir drücken hier einmal die Power-Taste an der Seite etwas länger. Dann vibriert es auch schon einmal kurz und das Ganze wird gestartet. Wir warten also einen kleinen Moment ab. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir sehen hier quasi den Startbildschirm erstmal für die Ersteinrichtung. Das heißt, wir drücken jetzt erstmal auf den Pfeil, können dann die Sprache auswählen. Deutsch, das passt schon ganz gut, deswegen sage ich einfach weiter. Im nächsten Schritt das Land, auch das ist schon passend ausgewählt jetzt in diesem Fall. Das heißt, auch hier sage ich wieder weiter. Dann kommen wir zur Tastatur wählen. Da ist das Richtige auch schon ausgewählt. Gboard, wir sagen weiter. Geschäftsbedingungen, Nutzervereinbarung. Wenn wir darauf gehen, können wir das Ganze auch noch einmal genauer einsehen. Solltet ihr da Interesse haben, Datenschutzerklärung. Und da müsst ihr eben zustimmen. Ich habe die Nutzungsvereinbarung und Datenschutzerklärung gelesen und stimme diesen zu. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr wieder auf Weiter. Und es wird nach einer SIM-Karte gesucht. In unserem Fall wird jetzt hier keine gefunden. Wir haben nämlich auch noch keine eingelegt. Ob ihr das vor oder nach der Ersteinrichtung macht, ist grundsätzlich erstmal egal. Deswegen, wir zeigen euch das in einem separaten Video. Um deine SIM-Karte einzulegen, liest die deinem Gerät beiliegende Anweisung. Wie gesagt, wie das genau geht, all das erfahrt ihr in einem separaten Video. Das heißt, wir können jetzt das einfach überspringen für den Moment und uns im nächsten Schritt erstmal mit einem entsprechenden WLAN-Netzwerk verbinden. Das heißt, ihr wählt einfach das jeweilige aus, so wie wir das jetzt auch machen, und gebt dann das entsprechende Passwort einmal ein. Wenn ihr dann das entsprechende Passwort eingegeben habt, sagt ihr Verbinden. Und ihr seht, die Verbindung wird hergestellt. Jetzt ist das Ganze auch schon erfolgreich verbunden. Das heißt, wir können einen Schritt weitergehen. Das Smartphone wird jetzt vorbereitet. Wir werden darauf hingewiesen, dass das einige Minuten dauern kann. Also einen Moment abwarten. Und dann geht es weiter mit dem Punkt Apps und Daten kopieren. Du kannst festlegen, was auf dein neues Gerät übertragen werden soll. Deine Apps, deine Fotos, deine Kontakte, dein Google-Konto und mehr. Wir wollen das Ganze hier jetzt ja aber neu erst einrichten und konfigurieren. Und deswegen wollen wir nichts kopieren und sagen einfach nicht kopieren. Dann geht es auch schon weiter mit unserem Google-Konto. Das heißt, wir können uns jetzt hier einmal anmelden mit unserem Google-Konto, oder solltet ihr eben noch kein Google-Konto haben, dann könnt ihr hier auch eins erstellen. Wir geben jetzt als erstes die entsprechende E-Mail-Adresse ein. Habt ihr die E-Mail-Adresse eingegeben, geht ihr einfach auf Weiter und gebt im nächsten Schritt das entsprechende Passwort ein. Habt ihr auch das gemacht, geht ihr wieder auf Weiter. Und dann kommen wir auch hier nochmal zu den Nutzungsbedingungen von Google, zu der Datenschutzerklärung. Wenn ihr da jeweils drauf tippt, könnt ihr das auch nochmal genauer auswählen zum Lesen. Und dann könnt ihr sagen, ich stimme zu. Weiter geht es dann mit den Google-Diensten. Hier können wir dann für die unterschiedlichen Google-Dienste jeweils auswählen, ob wir die aktivieren oder nicht aktivieren wollen, und eben auch jeweils drauf tippen, um noch mehr dazu zu erfahren. Also Sicherung und Speicher ist jetzt hier aktiviert, in Google Drive sichern, Standort verwenden, WLAN-Suche zulassen, und da könnten wir aber zum Beispiel auch ganz einfach den Regler einmal zur Seite schieben, damit das Ganze deaktiviert. Das könnt ihr dann also individuell entscheiden. Gleiches gilt für die Gerätewartung, Updates und Apps installieren, Nutzungsdaten, Fehlerberichte, und wenn ihr das entsprechend eingestellt habt, sagt ihr einfach akzeptieren. Und werdet dann gefragt, ob ihr die Einrichtung fortsetzen möchtet. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze erstmal zu unterbrechen und die Einrichtung später abzuschließen.
oder eben direkt weiterzumachen. Wir wollen das Ganze jetzt natürlich auch vollständig machen, deswegen sagen wir weiter. Und dann geht es zum Google Assistant, da sagen wir weiter. Und den können wir jetzt entweder einrichten, das Ganze könnt ihr aber natürlich auch später machen, deswegen sagen wir überspringen und machen erstmal weiter mit dem Rest. Gleiches gilt für Google Pay, könnt ihr eure Karte hinzufügen oder eben sagen überspringen. Sonst noch etwas, du kannst jetzt noch einige Funktionen einrichten oder dies später in den Einstellungen nachholen. Dazu gehört eben ein anderes E-Mail-Konto hinzufügen, Schriftgröße ändern, weitere Apps überprüfen oder den Hintergrund ändern. Das sind aber alles Sachen, die jetzt erstmal nicht ganz so wichtig sind, deswegen sagen wir Nein, danke. Und dann können wir noch mit dem zuvor verwendeten Google-Konto auch sozusagen unser Mi-Konto anmelden oder eben das Ganze jetzt aber auch im ersten Schritt überspringen. Und das ist auch was, das könnt ihr problemlos hinterher machen, deswegen sagen wir überspringen. Dann werden wir darauf hingewiesen, dass wir dann eben die entsprechenden Mi-Sachen im Moment noch nicht nutzen können über den Mi-Account. Aber das macht ja nichts, wir können das ja auch noch später machen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, schon ein Passwort festzulegen, also eine Sperrbildschirmmethode, Fingerabdruck oder eben nur die Bildschirmsperre. Das sind aber auch Sachen, die wir euch in einem separaten Video dann ganz genau zeigen und deswegen wählen wir auch hier diesen Schritt überspringen und haben dann noch weitere Einstellungen zur Auswahl. Das heißt Standort, Programme zur Benutzererfahrung, Diagnosedaten automatisch senden, automatische Systemaktualisierung und auch hier sagen wir jetzt zum Beispiel, wir möchten das nicht. Und auch das nicht, aber Apps den Standortzugriff erlauben, das ist okay. Und auch automatische Systemaktualisierung. Dann geht es wieder weiter. Und wir können auswählen, welches Startprogramm wir haben wollen. Wir wählen in diesem Fall einfach das klassische. Ihr könntet aber natürlich auch das andere auswählen. Und gehen weiter und dann sehen wir auch schon, Einrichtung abgeschlossen. Du kannst jetzt loslegen. Dann wollen wir mal schauen. Jetzt werden also die Apps geladen, das kann natürlich auch einen Moment dauern. Und dann ist die Einrichtung auch schon abgeschlossen und wir sehen, das Ganze sammelt sich jetzt hier einmal und lädt erstmal alles. Gebt dem Ganzen also noch einen Moment Zeit und dann ist euer Redmine Note 10 aber soweit erstmal erst eingerichtet und konfiguriert. Ihr seht, das wird jetzt hier alles nach und nach schon mal geladen, die vorinstallierten Apps. Hier oben passiert auch noch einiges, das heißt, einen kleinen Moment dauert das meistens. Und dann habt ihr es auch schon geschafft und wie gesagt, alle weiteren Einstellungen könnt ihr auch im Nachhinein noch verändern. Genau, und wenn ihr jetzt auch bei der Ersteinrichtung und Konfiguration einfach Schritt für Schritt vorgegangen seid, dann hat bei euch mit Sicherheit auch alles gut geklappt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, schreibt uns die gerne jederzeit in die Kommentare und abonniert natürlich auch den Kanal, damit ihr hier keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!